Meine Damen und Herren, wir machen weiter. Civ 6, ihr seid dabei, ich bin dabei. Wunderschönen guten Abend an euch alle. Und wir haben einen wunderschönen Namen für die neueste Stadt uns auserkoren. Der entscheidende Hinweis kam: Ich will keinen von euch in den Mittelpunkt rücken, in Scheinwerferlicht schubsen. Eventuell führt es ja nur zu Neid. Deshalb sage ich mal in ganz allgemeiner und anonymisierter Form: Vielen Dank für den Namen Honeymoon für diese Stadt an, ich nenne keine Namen, an North Bowman. Danke dir. Und weiter bitte. Und ein Händler. Den haben wir gerade rekrutiert. Und wir wollten alle Händler schicken nach Magnus, ne? Weil hatten wir nicht Magnus so befördert? Überschusslogistik, dass alle Handelsrouten dorthin plus zwei Nahrung geben, genau. Und das könnten. Ja, also Bullhammer braucht die Unterstützung nicht. Hier ist schon ein Händler unterwegs vom Garten Eden dorthin und zieht auch eine Straße. Rock'n'Bull, wenn die Stadt, die wir gleich hier gründen, die könnte den Händler bekommen, dann würde ich schnell wachsen und hier rüberziehen. Oder wir machen das für Milk and Honey. Hier ist aber auch schon eine Straße, hier ist auch schon ein Händler unterwegs. Die Idee hatten wir schon mal. Garten Eden nach London, Milk and Honey nach London, Rock'n'Bull nach London. Dann würde eigentlich als Zielstadt übrig bleiben, die wir in einer Runde gründen. Ne? Machen wir das dann in einer Runde. Bullchester wäre auch eine Option. Aber man kommt hier nicht durch. Ist eine durchgängige. Vielleicht würden die dann hier unten mal eine Straße lang bauen. Das wäre nicht schlecht. Sollen wir Bullchester boosten? Oder die Stadt hier oben im Norden? Liebe Leute, ganz schnell, Feedback aus dem Chat. Welche der beiden Städte boosten wir? Bullchester erstmal oder die hier oben? Honeymoon bitte boosten, wünscht sich Rudi. Die Frage ist, ob wir nicht demnächst ohnehin noch einen weiteren Händler haben. Denn sobald wir irgendwo einen Leuchtturm fertig haben, das ist sehr bald der Fall. Gibt es hier oben denn zum Start viele Nahrung? Ja, viele Nahrungsfelder. Den Bullchester. 7 Nahrung mehr. Das geht so. Produktion bei plus 13. Wir boosten mal die neue. Wir boosten mal Bullchester. Genau. 2 Produktion und 4 Nahrung gibt es dadurch. Stimmt das? Meistens, ne? Oder 5 Nahrung und 2 Produktion gibt, glaube ich, eine Handelsroute nach London. Gucken wir uns gleich nochmal an. Kann das sein, dass es mittlerweile mehr ist, weil die Erträge beziffern sich unter anderem in der ersten Linie danach, wie viele Bezirke es in der Zielstadt gibt. Also Spezialdistrikte. Und dadurch gibt es höhere Erträge für die Handelsrouten, die in diese Stadt hinführen hier. Genau. Schauen, was wir hier oben finden. Ein Barbarencamp. Okay. Und ein Bauernhof. Wenn wir den in der Mitte gebaut haben, zwischen denen gibt es hier extra Nahrungserträge. Deshalb wird ein Bill in irrem Tempo gleich wachsen. Eine Runde weiter. Allianzen hatten wir gemacht. Ach, Luxusgüter, schon wieder. Schon wieder vergessen, ob man nicht Luxusgüter verticken könnte. Schande über mich. Gemäßigte Flut. Irgendwo geht ein bisschen was kaputt. Das geht ja. So, jetzt checken wir aber die Handels... Jetzt gründen wir erstmal... Die Ereignisse überschlagen sich. Große Persönlichkeiten. Émilie de Châtelet wird von uns rekrutiert. Wer ist denn das? Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil kam 1706 in Paris auf die Welt. Ihr Vater war Baron und ein Günstling von Writing Bull, wodurch sie jedes Privileg hatte, das sich ein kleines Mädchen nur wünschen kann. Ja, das stimmt. Man weiß nicht viel über ihre frühe Ausbildung zur Chatmoderatorin, wahrscheinlich das, was für ein Mädchen für sie zu dieser Zeit üblich war. Doch als sie 18 Jahre alt war und erstmals 32 Abos hatte, wollte ihr Vater, dass sich seine einzige Tochter mit einer der ältesten Bullisten in Lothringen verheiratet.
Der Marquis du Châtelet brachte Prestige, mehr aber auch nicht. Ihre ersten Jahre als Ehefrau verbrachte sie recht traditionell. Sie kümmerte sich um den Haushalt in Semur-en-Auxois, schenkte einer Tochter sowie zwei Söhnen das Leben und mehreren kleinen Chat-Moderatoren und einem Praktikalb und genoss danach, wenn angemessen, die Annehmlichkeiten von Paris. Bla bla bla. Also auf jeden Fall war sie eine große Wissenschaftlerin und nebenbei noch eine coole Comedy-Moderatorin. Wir rekrutieren sie einmal. Und da ist die Bibliothek, als nächstes Unibotter. Die lange. Wir brauchen auf jeden Fall vorher einen Kornspeicher, der geht schön, schön fix und schön flink. Ja, Royal Navy Werft geht hier ruckzuck. Sollten wir auf jeden Fall machen. Bin ich sehr für. Ich weiß, es klingt irgendwie aberwitzig, weil nur so ein kleiner See, aber wir haben keinen Nachbarschaftsbonus, doch plus zwei. Weil die Stadt daneben, das ist immer noch besser als für ein Handelszentrum. Das gibt ja gar nichts. Vorher aber den Kornspeicher, damit die Stadt weiter wachsen kann hier. Was bringt ein Werft oder ein Hafen an einem See? Erstmal geht der Hafen bei uns super flink. Das ist schon mal ein schöner Bonus. Das heißt, egal welchen Bonus er gibt, bei uns geht er schnell. Wenn wir einen Leuchtturm draufpacken, kann die Stadt sehr schnell wachsen, weil sie viel Wohnraum hat zum Beispiel. Richtig Hinweis im Chat. Selbst die Schweiz hat eine Marine. Danke, wunderbar. Ein Unterhaltungsdistrikt in der Stadt. Oh, jetzt kommen spannende Vorschläge rein von David. Wie das denn dir? Super coole Idee. Und wo würdest du denn hinplatzieren? Hier, da wo ich dieses Bezirkssymbol schon hingesetzt habe. Also wenn wir hier einen hinstellen wollen. Ein Unterhaltungsdistrikt boostet bis zu 6 Geländefelder weit. Andere Stadtfelder, also die Gebäude drauf mit Annehmlichkeiten. Hier einer hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mückenhoney, 1, 2, 3, 4, 5. Pulchester, 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Aber der hier oben nicht, ne? Der hier oben nicht. Wenn wir den zentraler hinsetzen würden, hier vorne hin? Auch nicht. Ja, und hier auch nicht. Also wir können ohnehin nur die 4 abdecken. Dann lass uns das doch machen. Dann setzen wir hier jetzt einen Unterhaltungsdistrikt hin, oder? Sehr guter Vorschlag von Wie das in dir. Liebe Chatmods, könnt ihr mal bitte Wie das in dir ein paar mal kurz loben? David, Wie das in dir? Kannst du mal bitte den User Wie das in dir mal kurz belobigen dafür, dass er, das wäre deine Aufgabe als Chatmod, dass er gerade was Kluges gepostet hat? Danke an dich. Ich hoffe, dich treibt das nicht in den Wahnsinn. Da vorne entsteht er, aber vorher ziehen wir mal den Kornspeicher hier durch. So, und jetzt gründen wir erstmal die Stadt hier hinten. Achso, und hier die Handelsrouten würden wir eine zur Hauptstadt schicken, 5-2. Nein, dann wird das oben lang laufen, wie doof. Über diesen Weg, viel cooler wäre hier unten rum, schade. 5-2-1. Oder halt hier vorne. Einmal Stadt gründen, bitte. Ja, danke an Rindcorano. Hat als Community-Moderatorin den User Wie das ne dir. Schön, dass du vorbeikommst. Neu in der Community. Ganz liebe Grüße an Wie das ne dir. Ein paar Herzchen gegeben. Danke an Rindcorano fürs Aufpassen. Und sag doch mal bitte dem Wie das ne dir Bescheid, dass der ist doch eigentlich im Chat zuständig für die Neuen, dass der sich da bitte mal drum kümmert. Was für eine Lusche, echt. Wie schön, dass ich dich hab, wenigstens. Danke dir. Einmal eine Stadt bauen. Sie hört auf den wunderschönen Namen Honeymoon. Sehr schön. Und hier vorne wird auf jeden Fall schon mal platziert eine Royal Navy Werft. Da kutsche sie hin. Wunderbar. Stadtmauer, ja, irgendwie wäre auf. Das ist eigentlich überflüssig hier oben. Es sei denn, hier wird ein Barbarencamp hier oben direkt an der Küste sein und wird im späteren Spielverlauf ein
Schlachtschiff oder ich weiß nicht was produzieren, man kann es nie wissen. Und dann noch im Monument kaufen wir ja. Das gibt zwei Kultur in der Stadt. Das wird uns sofort helfen. Einmal kaufen bitte. Und dann bauen wir was? Kornspeicher bauen? Royal Navy Werft bauen? Früher oder später bauen wir die eh. Die brauchen wir auch. Wir ziehen den Bau durch. Welches Geländefeld wird im Augenblick bewirtschaftet, das hier unten das ein bisschen Nahrung gibt? Das nächste Feld, das wir dank des Monuments relativ früh haben werden, wird das hier sein. Das gibt 4 Nahrung. Und mit Jagdlager drauf noch ein bisschen mehr. Haben wir Silber bislang als Ressource? Ja, wir haben Silber. Und wenn wir nochmal bekommen dadurch, könnte man einmal verticken. Könnten wir ein lohnender Silberexporteur werden? Ja, außer uns hat kaum jemand Silber. Das machen wir. 3 Aktionen. Silber, irgendwann Fische, vorher Honig. Und Bernstein. Bernstein lockt uns auch noch. So, liebe Leute. Und wir machen doch hier oben die Geschichte, ne? 13 Produktionen. Campus braucht 9 Runden. Wir schicken den rauf hier oben hin nach Honeymoon. Im Chat wird über Weltwunder philosophiert, spekuliert und geträumt. Da sind wir weit von entfernt, Leute. Ja, 3 Luxusressourcen in einer Stadt. Das heißt, die Stadt auch Honeymoon, weil hier Verlobte gerne hinreisen, um sich mit kostspieligen Geschenken Freuden zu schenken. Krieger bleibt hier vorne. Komm, wir versuchen mal Luxusgüter zu verkaufen. Zuerst checken wir mal, wer uns überhaupt das meiste gibt für Luxusgüter. Oh, 11 Gold für ein Luxusgut, ja. Das ist sehr vielversprechend. Ich kann mir kaum vorstellen. Oh, sie kauft uns fast alles ab. Oh, ist das schön. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand anders mehr gibt, aber wir gehen mal kurz gucken. Wir fragen mal Menelik. Nach unserer Erfahrung war es, glaube ich, Genghis Khan, ne? Dieser angebliche asketische Kriegerfürst, der das meiste Gold für Annehmlichkeiten gegeben hat, ne? Ah, er meint, er sei zu arm. Oder er will nicht? Nee, er hatte kein Silber. Er meint, er sei zu arm. Ich auch. Gilgitschek. Also das ist wirklich ein Asket. Diese legendäre Gestalt hier. Der übrigens mit Absicht, um noch pompöser zu wirken, oder um seine T-Shirts sogar noch eine Nummer zu groß einkauft. Wir probieren einmal Genghis Khan. Auch 11. Das höre ich gerne. Und er hat aber weniger Geld als die Kollegen, ne? Oliven hat er. Wein hat er nicht. Silber auch nicht. Das heißt, die 3. $31. Jetzt ist die Frage, ist er der klügste Handelspartner? Er ist unser Nachbar. Ja, wir wollen gerne, dass er uns nicht überfällt, aber wir sorgen dafür, dass seine Städte zufriedener sind. Und zufriedenere Städte sind potenziell loyalere Städte. Ich würde die Sachen essen. Also, ich im Zweifelsfall nehme ich eher das Gold mit erstmal. Aber wir versuchen erstmal Hedwig Sachen zu verkaufen. Ja, da reicht das Geld nicht für. Was hatten wir vorne gesagt? Silber können wir eh nur einmal verkaufen. Dann nehmen wir das Silber hier raus. Ah, sie hat auch nicht genug Geld. Mehr Geld nicht. Sie will uns stattdessen einmal Literatur geben. 4 Kultur ist cool, aber wir wollen ja wirklich Geld statt Kultur. Liebe Leute, wie seht ihr das?
ist ein wertvolles Literaturwerk wie Masnavi. Wert, dass man auf geschätzt, ich würde mal sagen, so um die 27 bis 28 Gold pro Runde verzichtet. Nein, weniger. 17. 17 bis 18 Gold pro Runde verzichtet. Das Buch bleibt für immer. Stimmt, das ist ein gutes Argument. Das Buch behalten wir. Das ist keine Leihbücherei. Das werden wir auch danach noch haben. Das stimmt, ja. Lass es mal. Das ist jetzt schon relativ wertvoll. Dann machen wir das. Und die Oliven nahm der Kollege sowieso nicht an sich. Oliven war das, was Genghis Khan schon hatte. Wir machen das. Oh, ich würde ja allerdings gerne auch noch Pferde andrehen. Die können wir ihr nachher nochmal verkaufen. Einmal Pferdeversuch. Ach komm, wir machen das mit den Pferden nachher. Ich mache es nicht zu kompliziert. Einmal so bitte. Machen wir noch einen ähnlichen Deal mit Genghis Khan. $31. Wir suchen, ob wir hier noch was mehr bekommen durch unser Eisen. 16 hat er. Bis zu 40 kaufen die von diesem Typus ein. Wir fragen mal, was er uns gibt für 26. Für 24. Das ist okay. 24 davon, das. Oh, er kann gar nicht mehr zahlen. Gunst, damit lassen wir uns auszahlen. 14 Gunst, 75 Geld, 31 pro Runde, das Eisen und die drei Luxusgüter. Alles klar? Machen wir das so? Feedback aus dem Chat? So okay, ne? Wir hatten nicht bei den Galliern nachgefragt, was der Gallier uns gibt. Ist egal. Der Silber auf jeden Fall nicht. Er war, glaube ich, der Einzige, der auch Silber hatte. Schauen wir mal, ob wir dem Gallier noch irgendwas anderes andrehen können. Höchstens Honig. Ja, das lohnt sich. Können wir sonst noch irgendeinem eine strategische Ressource andrehen? Pferde für Menelik und Eisen eventuell ebenfalls. Das ist okay. Wie viel gibt er für Eisen? Das ist auch schön. Verkaufen wir ihm von beiden 20. Er meint, er hat nicht genug. Das kann man mal. Ah, er traut sich nicht viel Geld pro Runde zu geben, sondern nur einmalig etwas. Dann machen wir das einmal so. Nehmen wir ihm alles ab, was er hat, und den Rest auch noch. Ja, einmal eine solvente KI haben, das wäre schön. Auf Moment, ich bin ganz bei dir. Es ist erschütternd. Klar, es entsteht das Gerücht, eventuell seien unsere KI-Gegner deshalb meistens bei unseren
Spielen so abgebrannt, weil ich ihn vorher im Dienste meiner Königinnen und Könige das Fell über die Ohren ziehen würde bei irgendwelchen gemeinen Handelsgeschäften. Aber das ist ein Gerücht. Ich glaube nicht, dass das so ist. Klar, wir handeln ständig mit denen und zu überhöhten mit überhöhten Warenmengen, mit sehr viel überhöhtem Wohlwollen von meiner Seite aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Ursache dafür ist, weil die uns ständig Geld rüberschieben, dass sie irgendwann keins mehr haben. Das ist mir irgendwie zu einseitig gedacht. Das kann nicht der Grund sein. Dann kann man noch ein Dreieck bilden. Können wir ja allerdings nicht mehr reparieren, wäre aber trotzdem cool. Das ist Emily. Und Emily gibt uns jetzt 3 Heurekas für die Renaissance oder das Industriezeitalter. Genau. Und die sind alle etwa... Also man könnte natürlich pokern und sagen, man löst die erst dann ein, wenn man vor dem Industriezeitalter ist und man da die Heurekas, weil da die Forschungskosten höhere sind. Deshalb ist da eine Heureka mehr wert. Aber andererseits, je früher man irgendwas hier freigeschaltet hat, desto besser halt, ne? 2 Unis würden wir auch so bauen, aber trotzdem, ich würde es jetzt machen. Dampfmaschine. Heureka! Wirtschaftswesen. Heureka! Liebe Leute, alle im Chor, jetzt bitte mitgerufen. Rasegel. Heureka! So sieht's aus. Oh, Wirtschaftswesen. Immerhin 1 aus dem Industriezeitalter bekommen. Das ist doch gut. Da wir jetzt 2 Banken wahrscheinlich eh nicht gebaut hätten, das war definitiv nicht verschenkt hier vorne. Und die anderen Sachen waren das Rasegel, besiegt eine Einheit mit einem Musketier, kann sich auch sehen lassen. Und dann war da noch Bankwesen, ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, Bankwesen. Und ja, das ist zwar relativ billig, aber ist ja die Pforte für weitere Sachen. Und von der Gildenausrichtung als Trigger waren wir ordentlich entfernt, ne? Nee, die Gilden hatten wir doch schon. Was war das dritte gerade? Was habe ich gerade übersehen? Was war das dritte? Dampfmaschine war das dritte? Ach, cool. Ja, das lohnt sich ja auf jeden Fall. Dann haben wir sogar 2-mal Industriezeitalter abgegriffen. Zauberhaft. Klasse. Das lohnt sich sehr. Ich bin begeistert. Glück gehabt. Schwein gehabt. Eine letzte Aktion hier möglich. Man könnte hier nachher eine heilige Stätte hinbauen. Man könnte aber auch erstmal sagen, hey, wer weiß, ob wir das jemals machen. Wir setzen hier erstmal eine Mine drauf, dann haben wir wenigstens was davon. Da vorne ist ein Bonusdorf, das wollen wir aufdecken. Ein Sägewerk bei London wurde entdeckt von The Silence, echt? Das hier hinten, sehr guter. Scharfe Äuglein, du meinst das hier, nicht bei London, aber nicht in London. Ja, das lohnt sich. Sehr gut erkannt. Ja, obwohl, ob Sägewerk hier oder Mine dort oben, beides ist gut. Wir brauchen demnächst neue Handwerker, Leute. Eine letzte Aktion, ich glaube, die Bienen, der Honig wird gleich freigeschaltet. Und? Noch ein kleines Stückchen alles auskundschaften hier. Und wieder eine Runde weiter, sehr schön. Also, wir gehen auf Einflusspunkte,
auf viel Forschung, auf Produktion, auf Annehmlichkeiten. Wir haben jetzt seit kurzem die Bedienstetenkarten drin, die allen Städten mit einer Einheit, die im Stadtfeld drin ist, eine lokale Annehmlichkeit gibt. Zwei Bürger zufriedener macht. Zahlt sich das schon aus? Ja. Wir haben keine einzige unzufriedene Stadt mehr. Wir haben keine glückliche Stadt, aber immerhin keine einzige unzufrieden. Ich werfe mal kurz einen Blick in den Chat. Auch im Chat ist mein Eindruck, es gibt genügend Annehmlichkeiten, alle scheinen mir zufrieden zu sein. So muss es laufen. Nämlich gut. Sehr schön.